Spiele, also Adobe Experience Manager, Sitecore, Liferay, ein paar ältere Systeme, die in-house entwickelt worden sind. Und wir haben genau diese betreut für unsere Kunden und damit coole Projekte umgesetzt, eben wie so 3D-Yacht-Konfiguratoren. Also ziemlich verrückte Sachen und es war eigentlich ganz, ganz lustig. Das Spannende bei uns war, dass wir relativ schnell die Limits von diesen CMS-Systemen quasi erreicht hatten. Und wir wollten das Ganze ein bisschen einfacher machen. Deswegen habe ich gemeinsam mit meinem jetzigen Co-Founder Alexander 2017 Storyblock gegründet. Storyblock hat keinen Rechtschreibfehler auf der Slide, das schreibt man tatsächlich ohne C. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Domain war schon belegt, deswegen mussten wir ein bisschen ausweichen. Wie wir das dann mit SEO gelöst haben, hat vorhin ja zum Glück unser Freund von Shopify bereits erklärt. Das klappt tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben. Ganz kurz, bevor wir zum Catalyst CMS kommen, möchte ich ein bisschen die Geschichte vom Internet irgendwie nahebringen. Was ihr hier seht, ist 1991 wurde die erste Webseite online gestellt. Die erste Webseite wurde von info.cern.ch. Ihr könnt das heute noch genau diese Webseite auf eurem Gerät quasi angucken. Und ihr seht rechts immer wieder so ein paar Geräte, wie die damals ausgesehen haben. Wir haben einen richtig alten PC, einen richtig alten IBM-Rechner. Und ihr seht dann auch ganz rechts oben auch noch, ich nenne es mal Telefon. Es war eher ein Funkgerät, um ehrlich zu sein. Also von der Größe her kommt es relativ gut hin. Wir haben dann 2001, also 10 Jahre später, kam erst genau der beste Freund von jedem Studenten, Wikipedia. Jeder kennt es, jeder verwendet es. Und Wikipedia wurde damals gefounded, relativ early, also wirklich um mit der Idee, Content für jeden zur Verfügung zu stellen und auch von jedem bearbeitbar zu machen. Das war eigentlich die erste Form von einem Content-Management-System für die Community. 2003 war der große Sprung in Richtung Blogging. Da ging es dann los mit WordPress. Da wurde ein Fork von B2 abgezogen quasi. Und das Spannende war, das wurde dann weitergeführt. Und ihr seht ja auch die erste WordPress-Seite und wie sich die Telefone damals verhalten haben. Und ich glaube, jeder von euch kennt noch diese alten Nokia-Handy, die quasi unzerstörbar sind, die man in die Wand werfen kann. Auf einmal bricht das ganze Haus ein. Das war damals wirklich in. Also das waren die Telefone, die wir damals hatten. Und ich frage das jetzt einfach mal so in den Raum und halt was hoch. Ich hoffe, ihr seht das. Kennt ihr das? Das ist auch ein Telefon, das ist kein Funkgerät. In dem Fall ist es ein iPhone, weil genau 2007 war das große Announcement von Steve Jobs mit iPhones. Also wer von euch hat so ein Ding? Vielleicht mal ganz kurz Hand hoch. Also auch Smartphones hat, glaube ich, jeder von euch. Die meisten haben tatsächlich so auch vorne eingecheckt mit dem QR-Code und sich ein bisschen angestellt. Und das Spannende ist, wir können jetzt alle Informationen, die es auf der Welt gibt, extrem einfach auf wirklich kleinem Screen im Hosentaschenformat jederzeit abgreifen. Warum ist das wichtig? Die Darstellungsart hat sich eben seit dem ersten Tag, wo wir quasi auf einer nummernbasierten Technologie beim Faxgerät, bei einer Telefonwahltastatur quasi geblieben sind, hinentwickelt zu einem kompletten Touchscreen, den wir jederzeit verwenden können und jederzeit auch Videos schauen können, wenn wir unterwegs sind. Jetzt natürlich spannend, was kommt jetzt danach, was ist danach passiert? Wir haben gesehen, seit 2007 haben sich einfach die kompletten Channels, die kompletten Geräte, die es auf der Welt gibt, vervielfacht. Nicht nur weitere Smartphones, verschiedene Screen Sizes, verschiedene Anwendungsfälle für genau diesen Inhalt, den ihr produziert, sind gekommen, sondern wir haben auch verrückte Sachen gemacht wie Augmented Reality, Virtual Reality, jetzt ganz groß immer in den News, Metaverse. Und all diese Sachen, die jetzt immer und immer mehr kommen und auch für uns Marketer relevant sind, hat immer noch ein großes Problem. Den Inhalt, den wir in ein Content-Management-System einpflegen, ist für Webseiten. Das ist alles, was wir jetzt aktuell in unserem Content-Management-System einpflegen, spielen wir meistens am Schluss in der Datenbank. Und diese Datenbank ist meistens gekoppelt an eine Darstellungsform, also eine Webseite im größten Teil. 2013 gab es dann die ersten Headless Content Management Systeme und jetzt nicht den Kopf verlieren. Es hat tatsächlich damit zu tun, dass Headless das Frontend abschneidet. In der Softwareentwicklung redet man recht gerne davon, alles, was wir als Kunden sehen, als Kopf zu bezeichnen, als Head zu bezeichnen. Das heißt, was machen diese Content Management Systeme? Die schneiden genau diese Darstellungsform ganz oben ab und liefern nur Daten aus. Warum ist das wichtig? Wir haben in Storyblock eine Umfrage rausgegeben, also eine ziemlich große, die State of Content Management Solutions oder Content Management Systems. Eine dieser Fragen war, wie viele Plattformen oder welche Plattformen und welche Channels sind für euch wichtig und wie transportiert ihr die aktuell oder wohin transportiert ihr euren Inhalt?
Und ihr seht, dass gerade mal 37% Webseiten sind. Verrückt, oder? Also obwohl wir eigentlich die ganze Zeit am Smartphone sind, haben wir 37% über Google erreichbar. Aber der Rest, die anderen knapp 60% von Inhalten, sind uns eigentlich komplett ja, abgeschottet. Nicht ganz, lustigerweise 21% sind für Mobile Apps, das ist auch ganz wichtig. Wir haben auch noch E-Commerce-Plattformen, die haben wir jetzt nochmal extra betrachtet, weil das nochmal ein anderer Use Case ist. Und dann haben wir vor allem so Voice-Activated Sachen wie Alexa. Wir haben Digital Screens, die ihr auch draußen bereits immer wieder sehen könnt. Gerade auch bei uns im Booth seht ihr Hintergrund einen Fernseher, der bespielt wird. Auch solche Sachen könnt ihr mit Content jederzeit befüllen. Und das sind alles Content-Elemente und Medien und Channel, die rausgespielt werden müssen. Das Ganze nennt man dann Omnichannel Publishing. Wer macht das? Oder warum machen die das? Die machen das, weil sie Probleme haben oder das Problem haben, Inhalt mehrfach rauszuspielen. Und wir haben dann gefragt, was für Probleme habt ihr noch neben diesem Multi-Channel-Ansatz? Und die Painpoints, die wir gefunden haben, ist eigentlich sehr marketinglastig und gar nicht so sehr auf der technischen Seite. Das Spannende ist, Headless Content Management Systeme klingt schon mal ziemlich technisch. Wir haben hauptsächlich eben Daten, von denen wir die ganze Zeit reden. Aber die Probleme liegen eigentlich im Workflow, liegen beim Marketer. Sie wollten Site-Performance nach oben bekommen. Site-Performance bedeutet höhere Conversion-Rates, bedeutet besseren Flow für den User, bedeutet schnellere Erreichbarkeit, wenn man mit der Straßenbahn in der Stadt fährt, bedeutet Erreichbarkeit in der Konferenz, wenn ihr eine Webseite aufruft, was natürlich ganz praktisch wäre. Und neben dem ganzen Zeug für Marketer gibt es genauso viel Stuff für die Entwickler, Security, die Learning Curve für neue Entwickler, die damit starten wollen. Und naja, um ehrlich zu sein, die meisten Content-Management-Systeme sind jetzt auch nicht unbedingt user-friendly. Wir können zwar ein paar Plugins installieren, wir können das ein bisschen customizen, vielleicht noch eine eigene App dazu schreiben, aber in Wahrheit hat nie wirklich wer auf die Marketer geachtet und hauptsächlich Content-Management-Systeme gebaut, um Entwicklern die Kommunikation mit den Marketern, ja, ich mal, sag mal, zu sparen. Aber das ist Sparen am falschen Ende, weil in Wahrheit gibt es extrem viele Teams, die mit einem CMS zu tun haben. In unserer Umfrage haben wir tatsächlich herausgefunden, dass quasi jedes Team in eurem Unternehmen irgendwie mit einem Content-Management-System in Berührung kommt. Wir haben einerseits die Jobanfragen, die von einem HR- oder People-Team rausgehen. Wir haben die Finance-Reports, die von einem großen Public, von einer großen Public-Company gepublished werden müssen. Wir haben die normalen Marketing-Inhalte, die wir rausbringen müssen. Vielleicht habt ihr eine eigene E-Commerce-Abteilung, die Promotions für den Online-Bereich rausbringen wollen. Teilweise gibt es natürlich dann auch komische Geschäftsführer wie mich, die irgendwo einen Rechtschreibfehler finden, reingehen und den abändern wollen, dabei die komplette Seite lahmlegen. Keine Sorge, das passiert natürlich nicht wirklich. Also dass ich reinfusche schon, aber das Team richtet das dann meistens. Und was auch ganz spannend ist, auch Sales ist drinnen. Also jetzt, wir reden jetzt nicht nur von Entwicklern, die irgendwie eine Webseite bauen und umsetzen. Nein, wir reden davon, dass ein komplettes Unternehmen eigentlich durchgehend mit Content ja, involviert ist und konfrontiert ist. So, wie kann man das jetzt umgehen? Oder wie kann man das lösen? Alexander und ich haben uns das damals so gedacht, was wäre, wenn wir ein Headless Content Management System rausspielen können, das Daten für uns Entwickler bereitstellt, aber eine komplett user-optimierte und user-fokussierte Oberfläche an den Mann bringen, die für Marketer optimiert ist. Wäre doch cool, oder? Also wenn man so drüber nachdenkt, das klingt doch eigentlich ganz nett. Aber tatsächlich ist dieses Headless-CMS noch nicht ganz da. Warum? Monolithische Systeme, also genau diese WordPress, Typo 3, Drupal, Adobe, Sitecore, Liveframe, all diese Systeme, die da aktuell draußen sind, sind Monolithen. Das bedeutet, wir haben ein Admin-Interface, wir haben Integrationen zu einer Datenbank und diese Datenbank ist dann wieder mit dem Frontend gekoppelt. Mittlerweile gibt es Plugins, mittlerweile gibt es Workarounds, mittlerweile gibt es Extensions, um APIs dran zu stülpen, um Daten zur Verfügung zu stellen. Aber in Wahrheit sind diese ganzen Systeme als große Suite aufgesetzt, damit ihr quasi in dieses Ecosystem einbaut. Und ihr könnt nicht frei entscheiden, welche anderen Tools ihr eigentlich noch anstecken wollt oder hinzufügen wollt, weil ihr eigentlich in diesem Ecosystem drin seid. Oder seid. Wie kann man das anders machen? Wenn man genau diesen Head, dieses Frontend, diese Display-Layer, diese Webseite, diese Mobile-App wegnimmt von der rein direkten Integration in das CMS und das CMS einfach nur Daten rausspielen lässt und nicht mehr Entscheidungen treffen lässt, welche Technologie, welche Plattform wir bespielen wollen, dann kommen wir zum Headless-Content-Management-System. Headless-Content-Management-System fokussiert sich nicht auf die Datenbank, fokussiert sich auch nicht rein auf dieses Admin-Interface.
Ein Headless Content Management System fokussiert sich auf die API für Entwickler, damit diese die Daten schnell für jegliche Art von Anwendung zur Verfügung haben. Das Admin-Interface wiederum muss sich eben auf diese Marketer konzentrieren. Und hier haben wir entschlossen, ein bisschen mehr zu machen. Und ganz kurz zu uns, bevor wir irgendwie weitergehen, diese Monolithic- und Headless-CMS-Entscheidung ein bisschen einfacher zu machen, haben wir uns gedacht, wir machen euch eine Tabelle. Ihr könnt gerne ein Foto kurz machen, ich werde es nicht durchgehen. Im Grunde sind es ganz viele coole Cases, warum Headless-CMS besser sind. Wir haben auch einen Artikel darüber auf der Webseite. Aber im Grunde geht es darum, ihr habt mehr Freiheit, ihr habt mehr Flexibilität, ihr erreicht höhere Conversion Rates, dadurch, dass die Site-Performance nicht mehr in der Hand vom CMS liegt, sondern in der Hand von euren eigenen Entwicklern oder Partneragenturen. Und in Wahrheit könnt ihr damit extrem viel Maintenance-Kosten einsparen und euren ROI einfach extrem nach oben bringen. Das ist, glaube ich, ein gutes Argument, zumindest mal auf die Webseite zu schauen oder Headless-CMS zu googeln. Warum ist das wichtig? Kunden wie Marco Polo haben das heute eigentlich bereits gezeigt. Tatsächlich gestern war unsere Masterclass mit Marco Polo. Und Johannes hat das damals recht gut auf den Punkt gebracht. Storyblock was a perfect fit for us. Und jetzt nicht nur, weil wir mit denen Deutsch sprechen können. Nein, auf einer Seite waren auf einmal die Marketer zufrieden und auf der anderen Seite waren die Entwickler extrem zufrieden. Heute waren sie bei uns auf dem Booth und haben uns erzählt, hey, wir sind schon richtig excited auf die V2, haben aber ein bisschen Angst, weil wir wissen nicht, ob wir unsere neuen Leute, die gerade eingeschult werden, da auch nochmal neu einschulen müssen auf dieses neue Interface. Und ich habe es ihnen dann gezeigt und ich glaube, jetzt sind sie genauso excited, wie wir das auch sind. Die neue Version und dieses Interface, ihr seht das jetzt hier, das einen visuellen Editor mit einem Headless-CMS kombiniert, das Storyblock quasi ausmacht, das ist, glaube ich, was Besonderes und zahlt sich auf jeden Fall mal aus anzugucken. Ganz kurz noch ein bisschen mehr Info zu uns. Also wir haben 2017 gestartet, haben 2 Jahre lang genau das befolgt, was vorhin von Shopify präsentiert worden ist. Reiner SEO-getriebener Inbound-Channel, der aufgebaut worden ist. Wir haben mit 2 Leuten 25.000 Kunden weltweit betreut und auf 1 Million ERA hochskaliert. 2019 haben wir uns dann entschieden zu sagen, hey, wir nehmen unsere erste Seed-Runde auf, haben das mit FreeVC und First Minute Capital London und Österreich durchgestartet und haben angefangen 2020 unsere ersten Mitarbeiter zu hiren. Mit diesen ersten Mitarbeitern, am Ende des Jahres waren wir dann 24, haben wir es geschafft, die User-Anzahl auf knapp 50.000 nach oben zu bringen und auch unsere Revenue maßgeblich zu steigern. Und das Spannende, 2022 oder 21 plus 22 bis jetzt, wir sind jetzt 170 Leute, haben 120 Kunden von Netflix zu Adidas zu Reebok bis hin zu PayPal, Settle und ganz viele coole andere Brands, die genau verstanden haben, dass Headless und Composable Content Management Systeme die Zukunft sind. Und ich habe heute auch was Cooles zu announcen. Wir haben tatsächlich gestern 47 Millionen Dollar gemeinsam mit HV Capital und Mubadala geraced. Ich glaube, unser Investor ist auch hier. Ich hoffe, ich sehe ihn hier ein bisschen. Da winkt jemand. Ja, alles gut. Ja, und warum brauchen wir jetzt mehr Geld? Ist doch nur eine Datenbank mit einer API, oder? Also das kann doch jeder bauen. Und warum baut ihr eigentlich schon wieder ein Content-Management-System? Um ehrlich zu sein, wir waren ziemlich genervt von den CMS auf dem Markt und wollten es anders machen. Und jeden einzelnen Kunden, den wir bis jetzt gefragt haben, sieht das genauso. Wir sind ein anderes Content-Management-System, wir sind ein Content-Management-System, das tatsächlich funktioniert, euch Maintenance spart und eine 97,5% Success Rate auf G2 mit einer Number One Rating über die letzten 2 Jahre ist, glaube ich, ganz, ganz ein gutes Statement. Und das bringt mich auch quasi zum Ende von meinem Vortrag. Ich habe noch extrem viele After-Slides vorbereitet für euch. So, ja, wir sind ein globales Team, wir haben extrem viele Clients, wir haben 1000 Agenturpartner, die ihr jederzeit haben könnt. UPC hat irgendwie 81% der Zeit eingespart für jeden Site-Load. Wir haben eine Business-Value-Map, die jetzt langsam aufgebaut wird. Und ihr könnt eigentlich all diese Sachen bei uns auch jederzeit erfahren. Und ich würde euch schwer empfehlen, einfach bei unserem Buch vorbeizuschauen. Es sind extrem viele talentierte Leute dort, die wirklich verstehen, was sie tun und mich schlau aussehen lassen. Dementsprechend, ich freue mich, dass ihr mich hier auf der Yellow Stage begrüßt habt und ich werde genauso gemütlich wieder runtergehen, wie ich hochgekommen bin, hoffentlich ohne Stolpern. Ich wünsche euch noch extrem viel Spaß auf der OMR und danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Ja.
Ganz herzlichen Dank an Dominik Angerer. Und es ist ja ein doch sehr komplexes Thema gewesen, könnte man sagen. Und damit ihr das mal ein bisschen sacken lassen könnt, nochmal den ein oder anderen Begriff durch den Kopf gehen. Vielleicht der Person, die neben euch sitzt, nochmal erklären, was hieß das nochmal genau. Geben wir euch ein bisschen Zeit dafür. So 10 Minuten machen wir Pause, dann geht's weiter. Bis gleich.